Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge SkiRacing 2006 bei unserer Ausfallsaison. Ja, zwei Abfahrten sind wir gefahren, zweimal sind wir nicht ins Ziel gekommen, das soll sich natürlich ändern. Und ja, heute fahren wir einen riesen Dauerlauf, dann machen wir kurz eine Besichtigung vom ersten Durchgang und dementsprechend schauen wir dann, dass wir auch das Ganze runterkriegen. Dass wir wenigstens irgendwo punkten. Dann ist gut, dass wir mal ein Rennen pausieren, weil unser Typ braucht hier wieder Kraft für die nächsten Abfahrt bzw. der nächsten Superkombination, und da sind wir draußen. Aber ich würde sagen, wir starten trotzdem das Ganze kaum weiter zum richtigen Lauf. Da lang Eierschaukeln bringt alles nichts. Einfach vorsichtig fahren, dann darf da eigentlich nichts schief laufen. Und da wäre schon wieder fast eng geworden. Kurz mal querstellen hier. Müssen Geschwindigkeit rausnehmen. Ist zwar nie gut, aber wir müssen halt auch schauen, dass wir hier runterkommen und eventuell ein, zwei Pünktchen mitnehmen. Viel erwarte ich mir hier nicht, weil mir einfach der Boost dementsprechend auch fehlt, dass ich um die Tore rumkommen würde. Und da sind wir ausgeschieden. Ja. Scheiße. Es ist einfach nicht meine Saison, Leute. Ja, wir haben gesagt, wir machen keinen neuen Versuch. Dabei bleiben wir auch. Und ja, die nehmen alle wieder ordentlich Punkte mit. Schauen wir mal auf den Gesamtweltcup. Boah. Also Hermann Mayer, Body Miller bereits richtig fett Punkte gemacht. Weil die sehr abfahrt, da müssen wir einfach gegenhalten. Da müssen wir dementsprechend auch wieder vorne mit dabei sein. Ansonsten haben wir definitiv ein Problem. Also zum Glück eine Abfahrt, die normalerweise nicht allzu schwer ist. Hier schön rausgleiten. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir dann wirklich auch mal den Abfahrtslauf und nicht nur den Trainingslauf unterbringen. Meistens schaffen wir den Trainingslauf runter, das gar nicht mal mit so einer schlechten Zeit. Und dann die Abfahrt verkacken wir, und das ist halt dann scheiße. Ich glaube, die Zeit hier von 1:31,8, das ist sicher nicht schlecht. Drum gehen wir jetzt auch hier weiter, und ich hoffe, diesmal kriegen wir es runter, weil das wäre natürlich irgendwo schade, wenn man es einfach nur im Trainingslauf hinkriegen, aber in der Abfahrt an sich nicht. Immerhin müssen wir hier den Abfahrtsweltcup verteidigen. Und das wird aktuell schwer mit 200 Punkten bereits Rückstand. Wohlgemerkt nach zwei Rennen 200 Punkte Rückstand. Da müssen wir noch ordentlich Gas geben hier. Der oberste Abschnitt war super, da waren wir vorne, aber ich glaube, jetzt haben wir verloren. Jetzt sind wir sicher nicht mehr ganz vorne mit dabei, das geht mit Sicherheit schneller hier runter. So, wann kommt die nächste Zwischenzeit? Ich will jetzt mal hier Zahlen und Fakten hören. Beziehungsweise auch sehen, nicht nur hören. Hören tue ich sowieso nicht. Wow. 1,52, aber dafür den Schwung komplett abgestochen hier. Aber sonst hat man, glaube ich, das Tor gar nicht mehr gekriegt. Irgendwie war ich zu spät am Drücken und bin dadurch extrem weggesegelt.
Und da haben wir den ersten Sieg. Endlich, das dritte Rennen, der erste Sieg in der Abfahrt. Das ist schon mal eine Erleichterung. Also, bestzeittechnisch war mal langsamer als wie die vorherige Fahrt. Also eine 1:31,8, die war um 1,5 Sekunden schneller als wie die jetzige. Aber trotzdem, weil die sehr gesamt, bin ich schon stolz auf das Ganze. Und wir haben wenigstens das Ganze mal runtergebracht. Also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Einhundert Erfahrungspunkte und dann haben wir jetzt nur noch 140 Punkte Rückstand auf den Führenden. Das ist schon mal besser geworden, aber hier sind es halt auch noch 250 Punkte. 251 sogar, die wir auf Hermann Mayer Rückstand haben. Und das muss man erstmal hier aufholen. Wir nehmen natürlich den Punkt bei Aufkanten dazu, das haben wir ja bereits erwähnt. Dann gehen wir mal kurz auf Herausforderungen auf den Anzug, weil... Nee. So war das Ganze. Ich will nämlich auch schauen, ob ich den einen Anzug kriegen kann. Ich könnte hier mit Flammen fahren, aber das ist irgendwie... Sieht ja auch geil aus. Bei der World Cup. Das ist der vom Vorjahr. Von den Österreichern. Komm, wir nehmen den 2005er. Ist mal was anderes hier. So, super Kombination. Ich würde sagen, da brauchen wir das Ganze nicht nochmal üben, weil das ist nochmal die Abfahrt einfach runter. Alter, machen die Scheifen den Arsch riesig. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Zeit nochmal runterkriegen, die wir bereits im Training in der Abfahrt fahren konnten. Ich weiß, dass wir das fahren können, das weiß ich. Da sind wir schon mal 76 Hundertstel schneller. So, und jetzt sieht es mal so aus, als würden wir den ganzen Lauf runterbringen, so wie wir es auch ursprünglich gewollt haben. Also eine 1:31,8 oder so ist das Ziel, was wir schlagen müssen, beziehungsweise was ich schlagen möchte. Da freuen wir uns natürlich, weil 3,5 Sekunden müssen wir jetzt versuchen im Slalom zu verwalten. Ich schau mal, wer auf 2 ist. Ja, Body Miller, der ist auch Slalom stark, also da müssen wir natürlich aufpassen. Wenn ich jetzt schaue, ja, 2:14,9 ist das schnellste, was wir jemals hier in der Kombi gefahren sind. Drum gehen wir hier auch weiter. Und jetzt schauen wir, dass wir das Ganze auch dementsprechend runterkriegen, ohne einzufädeln. Nee, das ist... Oh. Ja, da sind wir natürlich traurig, weil wir so einen großen Vorsprung einfach nicht verwerten konnten. Aber Body Miller ist natürlich auch ein guter Superkombinierer. Von dem her passt das schon. Und wir sind... Ja, weil das Jahr zweiter Lauf gesamt... Ja, haben wir eine neue Bestzeit gelegt. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ja. Schade, dass es nur Platz 2 geworden ist. Aber es ist natürlich besser als wie... Ja, Dritter oder so. Valcardena. Da haben wir schon super Erfolge gefeiert, dementsprechend will ich da auch wieder anknüpfen. Und ja, reicht mal hier die Super, den Super G so. Das war Müll, was ich hier zusammengefahren habe.
Oh, der Sprung ging jetzt aber weit hier. So, lala. Im nächsten Lauf zählen es dann, da müssen wir dann dementsprechend auch stark sein. Boah, das war ein weiter Satz hier. Beziehungsweise für mich zu weit. Ich will immer so kurz wie möglich springen. Boah, hier geht es aber schnell über die Linie. Also mit knappen 160 Sachen ins Ziel. So. Das ist somit die schnellste Zeit, die ich je hier gefahren bin. Also warum klappt es in den Trainings, aber in der Abfahrt nicht? Beziehungsweise dann, wenn es zählt, nicht. Ja. Boah, gerade so, dass wir die Tore noch mitgenommen haben. Also wären wir hier jetzt dadurch ausgeschieden. Ich habe mir ordentlich in den Arsch gebissen. Nicht so, wie es aussieht, bringe ich schon wieder nicht die Leistung runter, die ich normalerweise hier oder die ich im Training hier erbracht habe. Wir sind 2,15 Sekunden zurück. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine auf dem letzten Teilstück das Ganze aufholen können. Vor allem jetzt hier mit dem Patzer, den ich drin hatte. Da sind wir auf Topspeed technisch um einiges niedriger dran und das ist Rang 5. Ah, nee, nee. Das ging auf jeden Fall schon mal schneller. Zeitentechnisch, ja, so viel langsamer war man gar nicht als wie unsere Trainingszeit, aber dennoch war man langsamer. Ich würde sagen, ein Rennen fahren wir noch. Das war die Abfahrt. Oh ja, da sind wir 105 Punkte hinter Hermann Mayer, also der liegt heuer wieder richtig, gibt der Gas. Und ich glaube, der Schwierigkeitsgrad passt so jetzt sogar in den Defekt ein bisschen. Ja, wenn die Kanten besser sind, dürfte das Ganze dann auch wieder mal ein bisschen besser sein. So, und hier vorne wird es dann wichtig, gut drücken. Dann nimmt man nämlich dann viel Geschwindigkeit mit, wenn man hier optimal drückt. Boah, und da hat es uns fast zerlegt. Boah, da wären wir fast auf die Schnauze gefallen hier. Aber den Trainingslauf müssen wir mit runternehmen und das wäre möglich ohne Sturz. Ja, und da sind wir weg. Ich würde sagen, wir fahren aber noch einmal. Erneutes Training. So, lala. Und da geht's schnell runter, da geht's schnell runter. Ja, das wird schneller gehen, also da könnte man auch mit 150 Sachen rauskommen. Dafür geht's hier schnell runter, ach du Schande.
So, und jetzt befinden wir uns eh schon wieder lange im Bereich, wo auch der Super-G stattgefunden hat. Da ist jetzt einfach nur schnell runterkommen. Dann schauen wir mal, was die Trainingszeit jetzt wert ist und vor allem, was dann die Rennzeit wert ist. Das ist nämlich natürlich logischerweise viel wichtiger. Training ist Training, aber im Rennen zählt's. So, mit 160 Sachen über die Ziellinie. Das haben wir ja im Super-G-Training auch geschafft. Im Rennen haben wir es nicht mehr hingekriegt. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum richtigen Event. Komm! Ah nee, Leute. Also jetzt will ich wirklich einmal den Joker ziehen und hier nochmal neu starten. Aber das ist so ein behindertes Tor. Und jetzt hat es mich hier schon fast schon wieder gehabt. So, wir sind vorne. So, knappe 140 Sachen dran hier. Und das war sehr gut gedrückt. Zwischenzeit, die gefällt mir schon mal. Aber ich darf jetzt nur nicht auf zu Nummer sicher gehen, ansonsten ist das Ganze weg. ...161 Sachen. Diesmal haben wir auch mal die Geschwindigkeit ja, beim Ziel unten verbessert. Trotzdem waren wir schlechter als die Trainingszeit. Die war schlechter. Ja. Trotzdem würde ich sagen, war's das wieder von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben super. Gleich wie ein Abo oder eine Weiterempfehlung. Ich bin jetzt aber raus. Und ja, wir sehen uns wieder in einem nächsten Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, ciao Leute.